Oh, Corby, kann ich auch einen haben? Was? Kann ich auch einen haben? Was machen wir überhaupt heute? Könnt ihr mich kurz mal abholen? Wir machen gleich Rippchen aus dem Dutch Oven und zwar very special. Ach du Scheiße. Zum Glück ist da Holz. Ich habe gedacht, der geht kaputt. Ich sage, das Gute ist, ein Studium ist heute nichts mehr wert und dafür bist du das beste Beispiel. Alter, Junge, Junge, Junge. Das ist nicht dein Ernst. Welchen wollen wir nehmen? Rund oder eckig, Julian? Mein Tipp wäre eckig, da kriegen wir die Rippchen besser rein. Warte. Nur so leicht gebogen, weißt du? Beim Runden müssen wir sie komplett im Kreis legen. Ja, perfekt, oder? Ah! Hier, oh, nein, ich hab mich einbestellt. Wieso hab eigentlich hier mal einen Arsch drauf und du hast eine Pulpe oder was? Ich hab eine Feder. Soll ich die in so Wedges-artig schneiden oder? Pass auf, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn ich gewinne, machen wir Wedges. Ja, ich habe ja noch keine Idee. Also mach, was du willst, mir egal. Dann mache ich die so Wedges-Style. Was wäre denn gewesen, wenn ich gewonnen hätte? Dann hättest du einen Bussi geben dürfen. Dann hätte ich mir einen Bussi geben dürfen. Komm, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck und Bussi. Was ist immer der erste Schritt, den du machst bei Rippchen? Hast du da so ein... Ja, willst du mir jetzt noch fragen? Silberhaut ab, Mensch. Alex, wir haben schon so oft Rippchen gemacht. Wir haben mittlerweile gelernt, dass man erst die scheiß Silberhaut abnimmt. Ihr seid so eine Arschlöcher. Ah, gut, Alex ist noch in der Lernphase. Ich habe 7 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass man mit dem Löffel immer am Knochen lang gehen sollte und nicht am Fleisch. Weil am Anfang habe ich es immer am Fleisch gemacht und habe mir die Dinger aufgerissen. Und das habe ich jetzt schon gelernt. Das ist eigentlich ganz geil, wenn du nur marinierst, weil du musst ja gar nichts mehr machen. Ja, du kannst die aber theoretisch gleich da drüber einmarinieren. Dann wirft die Marinade direkt da rein, weißt du? Dann brauchst du es gar nicht mal auf dem Brett machen. Ja, mach ich. Weil die kommen ja mit Marinade ohne Ziehzeit direkt rein. Ja, mach ich. Schon an, denke, ja. Würdest du normalerweise die Rippchen früher marinieren oder immer so wie wir jetzt, weil wir es spontan machen heute? Ich hoffe, willst du mir das noch fragen? Also ich, wenn es nach mir ginge, dann hätten wir diese Rippchen bereits gestern mariniert, aber... Wenn man spontan am gleichen Tag entscheidet, man will grillen, dann ist natürlich nicht so. Wenn die Rippchen am Vortag auch noch komplett dekar sind, ist es schwierig mit marinieren. Aber apropos marinieren, ich stelle dir jetzt eine wichtige Frage. Du hast dir den Grill angemacht. Hm? Wie hast du dir das vorgestellt? Noch gar nicht. Ich wollte nur mal anmachen, damit ich gucke, ob er noch läuft. Okay, weil kannst ich, anstellen, würde, wie du ich würde jetzt hier... so 3 Brenner nebeneinander anmachen und auch alle nicht so auf Vollgas, dass wir Unterhitze haben und automatisch durch Decke zu auch die Oberhitze. Dann mache ich den hier auch noch ein ganz klein bisschen an. Jetzt sehst du das, während du dein Cappuccino trinkst, ne? Ja. Nur ist alles an. Ja. Wie viel brauchst du denn? Willst du mich kraulen oder was heißt das? Die ganzen Zwiebeln. Ah, du gehen? Ja. Ey. Das war im Livestream letztens so krass. Alex, wir haben die Sachen mariniert, ne? Ja. Und auf einmal die ganze Terrasse hat danach gerochen. Ehrlich? Ja, ja. Aber ich habe auch im Livestream den Deckel kaputt gemacht. Ja. Mal jetzt ganz ab. Weil du so hingeschmissen hast. Sei froh, dass es nicht ausgelaufen ist. Was habt ihr gemacht im Livestream da? Auch so Wedges. Kartoffelecken auch. Kartoffelecken mit buttrige Kräuter und was hatten wir noch gemacht? Ach so, Wagyu-Fleisch und eine Pilzpfanne. Oh, die war geil. Verschiedenen Pilzen. So, das Gute jetzt ist, mach mal ruhig reichlich dran, dass wenn die im Grill sind, die Marinade auch so ein bisschen hier reinsetzt, wobei wir eh noch ein bisschen reinmachen, ne? Weil die Wedges sollen ja auch was abkriegen, die sollen ja so ein bisschen köcheln auch. Ja. Das sind in meinen Augen die bestriechendste Marinade. Ja, wobei ich sagen muss, die Trüffelmarinade nach wie vor vom Geruch auch total intensiv, ne? Willst du es so riskieren oder wollen wir ein Schuss Wasser reinmachen? Nö, haben wir noch was anderes außer Wasser? Bier, oh Bier. Wollen wir Bier nehmen? Ja, hol mal ein Bier. Hier ist noch eins. Ja? Oder? Normal habe ich doch immer hier ein Bier drin. Zweimal ist hier ein Bier drin. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja. So sollte reichen. Soll ja nicht schwimmen da drin, ne? Ja, ich denke mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das geht. Aber, was ich jetzt schon erkenne, ich finde es jetzt schon geiler als in einem runden Dutch Oven, weil die Rippchen halbwegs vernünftig da drin stehen können. Ich will ganz ehrlich sein, Julian. Ich hätte sie genau andersrum aufgebaut. Dass die Knochenseite unten ist, weil wenn wir nachher noch Barbecue-Soße rübergeben, wäre es geil, die Fleischseite oben zu haben. Also so rum? Ja, genau, mit der Fleischseite nach oben. Du, ich wollte jetzt nicht klugscheißern, aber ich hätte es so rum. Hast du aber.
Also es ist so tausendmal geiler, als wenn die so rund gelegt sind. Am Ende holst du so eine runde Rippchenleiter raus, die schon komplett zerfallen ist. Da ist das doch wohl viel geiler so. Ja, ich bin gespannt. Der Grill ist ein bisschen heiß, aber ich würde jetzt, einen Deckel drauf machen, die Rippchen so, wie er ist, reinstellen. Weil Unterhitze passt und ich habe ihn gerade runtergeregelt. So, so im Prinzip. Das ist das Schöne an so einem Ding, ne? One Pot, alles rein, Deckel zufällig. Ja. Warten wir 2 Stunden, dann haben wir leckere Rippchen. Gefühlt riecht es leicht verbrannt. Mach mich nicht schwach. Naja, alles bestens. Oh, ja. Also ich bin überzeugt davon, dass wir ein wenig mehr Flüssigkeit hätten reinmachen können oder noch einmal mehr reingucken hätten können, aber gut. Wir hätten vielleicht einfach nicht nebenbei andere Sachen machen sollen. Zum Alter, ich krieg sie nicht mal raus. Die sind so weich. Bitte mach sie nicht kaputt. Ha, ja, geht nicht anders. Wie soll ich daraus noch einen Thumbnail machen? Ja, gut, okay. Ja, wir haben aber 2 Stunden. Guck mal. So habe ich mir die Zwiebeln vorgestellt. Also es kann nicht immer alles rundlaufen, das lernen wir wieder. Warte mal, ich rette mal noch ein paar Wedges vielleicht. Hier ist, kannst du noch eins retten. Hier ist noch ein Wedges, was du retten kannst. Ja, gut, okay. Ja, Julian, Burger, Rips. Gibt eh keine bessere. Richtig, außerdem steht ja Rips drauf. Außer Honey Mustard. Und Mango Curry. Cocktail, Knoblauch, wie sie alle heißen. Awesome. Aber sehen super gut aus, ne? Aber Kartoffeln, die noch essbar sind, perfekt. Schön knusprig, sagst du. Mhm, kann ich nur empfehlen. Ich lasse die jetzt hier einfach drin und mache einen Deckel drauf. Dann können noch mal 3 Minuten nachziehen hier. Ja. Da sind die aber auch schon tipptopp, ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Oh ja. Oh. Das war jetzt und, schon ein ja, unsaftig sind sie wie Sau, ne? Und ich meine, im Prinzip werden sie ja da drin auch gedämpft. Von Anfang an. Ah, Alter, Rippchen gehen aber wirklich immer, ne? Jetzt bin ich gespannt. Mm. Weißt du, was das geil ist? Heiß. Mm. Mm. Ich finde, sie haben eine sehr angenehme Süße, so, ne? Mm. Aber nicht. Ich will mit der Süße nicht sagen, nur von der Soße, sondern so die Verbindung vielleicht von Fleisch und der Marinade auch schon. Das ist irgendwie, warum auch immer auch schon eine Süße gibt, ne? Mm. Oder von, also, dem Bier. Also, ich glaube, die Marinade jetzt rausschmecken ist schon schwieriger, weil wir sie auch nicht mariniert haben länger. Die ist ja nur als Geschmacksstoff dran. Ich würde sagen, am intensivsten schmeckt man jetzt die Soße. Hm? Wenn du aber so ein Stück wie hier hast, ne, wo so richtig viel Fleisch ist, Alex, hier, ne, ja, wo so richtig viel Fleisch ist, dann schmeckst du auch richtig intensiv diesen leckeren Fleischgeschmack und eben nicht nur Soße oder Marinade. Oder ja, super lecker. Ne? Ja. Wenn wir jetzt das nächste Mal Rippchen machen, ne, was würdet ihr sagen, eher die Methode oder klassische Methode? Willst du mir erst noch fragen? Wenn du Geschwindigkeit willst und vielleicht gar nicht so auf Raucharoma stehst, ist das auf jeden Fall mit Abstand die beste Methode. Anderthalb, ein, dreiviertel Stunden. Wenn du noch nicht mal einen Grill hast und zu Hause einen Backofen machen willst, super. Dein ganzes Gesicht voll. Die Rippchen haben dich gefressen. So. Hat auf jeden Fall geklappt. Super. Auf jeden Fall mega lecker. Ich bin ganz ehrlich. Wenn ich mir das Video angucken würde, würde ich einen Daumen nach oben geben. Ey Jungs, von mir gibt es einen Daumen hoch. Ich habe noch nicht mal probiert. Danke. Daumen hoch. Ey geil, aber jetzt muss ich auch mal ran. Ja, hau rein. Ja.